Hi. Ich werde jetzt alle Sachen aus meinem Kellerabteil verkaufen, um hier einen geilen Prepper-Bunker zu bauen. Ich werde euch im Laufe des Videos sagen, warum das eine sehr, sehr gute Idee ist. Hui! Ah! Hey, was macht ihr hier? Ihr müsst euch verstecken. Wir werden bald überfallen. Eine Mischung aus Covid und Affenpocken wird bald dafür sorgen, dass hier überall Zombies rumlaufen. Ja, so stellen sich viele einen typischen Prepper vor, obwohl es alles andere als verrückt ist zu preppen. Ja, sogar unsere Regierung empfiehlt es. Ich werde im Laufe des Videos die unerwarteten Gründe aufzählen, warum es sich meiner Meinung nach lohnt zu preppen. Und am Ende werde ich noch erläutern, inwiefern ein YouTuber in diesem Zusammenhang auf einen Fake hereingefallen ist. Doch bauen wir erstmal meinen Prepper-Keller. Mein Keller war viel zu lange gefüllt mit irgendwelchen Krimskrams, den ich sowieso nicht verwendet habe. Ich habe alles abfotografiert, um es bei eBay zu verkaufen. Nur knapp über 100 Euro habe ich durch das Verticken zu Spottpreisen eingenommen. Eine Nebelmaschine, solche Pappendekorationen, einen Xbox-Controller habe ich an meine Follower auf Telegram verlost. Also, es lohnt sich, hart mir auf Telegram zu folgen. Dann holte ich mit meinem Bruder Regale und wir bauten sie im Kellerabteil auf, um sie dann mit Vorräten befüllen zu können. Ich war hierfür mehrmals einkaufen. Besonders im Vergleich zu vorher sieht das doch alles ganz schick aus. Doch was sind die aus meiner Sicht häufig vernachlässigten Vorteile von so einem Lager hier? Erstens der Preis. Aufgrund von Inflation und anderen Faktoren werden die meisten Sachen immer teurer. Die meisten Nudeln in dieser Kiste habe ich für an die 50 Cent gekauft. Heute kosten sie bei Aldi 1 Euro. Das heißt, es gab eine Preisverdopplung. Somit habe ich durch den vorzeitigen Kauf dieser Nudeln wahrscheinlich an die 30 Euro gespart. Okay, das ist jetzt nicht so viel, aber jeder Cent zählt und ich habe jetzt außerdem noch sehr viel mehr Sachen auf Vorrat gekauft, wo ich auch wieder eventuell Geld spare. Meiner Einschätzung nach wird demnächst nichts passieren, das dafür sorgt, dass die Preise wieder sinken. Jetzt gerade haben wir ja wegen dem Ukraine-Krieg eine besondere Situation, aber Preissenkungen sind ja generell in der Geschichte die absolute Ausnahme. Ich habe auch hier von allen Einkäufen die Kassenzettel am Start, sodass ich das dann irgendwann mit den zukünftigen Preisen vergleichen kann. Zweitens, praktisch und zeitsparend. Wenn man so viele Sachen auf Lager hat, muss man seltener einkaufen. Bei vielen Produkten habe ich das bereits gemacht, bevor ich diesen Keller hatte. Nie mehr sitzt man zitternd mit einer halben Panikattacke auf dem Klo, während man das letzte Blatt von einer Rolle verwendet, denn es ist ziemlich sicher noch was da. Vegane Milch, Olivenöl, Waschmittel, Pesto, Erbsen, Tomatensoße, Sauerkraut, Linsen, Reis, Mehl, Nudeln, Salz, Gewürze, vegane Sahne zum Kochen, dennoch hier unterschiedliche Soßen, Klopapier, Mate, Oliven und dann hier noch eine ganze Kiste voll mit so veganem Pulver, wo man dann sowas wie Burger draus machen kann. Das und viel mehr habe ich mir jetzt alles auf Vorrat gekauft. Der Prepperkeller ist dann so wie ein eigener Laden. In meinem Fall ist der Prepperkeller also nichts, was nur in einem Notfall zum Einsatz kommt, sondern fast jedes Mal, wenn ich mir was zu essen mache. Ich hoffe, dass ich hierfür von der Prepper-Community nicht gecancelt werde. Das ist doch kein Preppen! Das ist doch einfach nur eine Speisekammer! Nein, nein, ich habe auch Prepper-Gadgets am Start, aber dazu später mehr. Drittens, es ist ein geiles Hobby. Von Kommentaren von Preppern unter Prepper-Dokus habe ich gelernt, dass die meisten Prepper keine Menschen sind, die irgendwie völlig paranoid ständig erwarten, dass irgendwas Schlimmes passiert. Es ist für sie mehr wie ein nerdiges Hobby. Es macht ihnen Spaß, sich einen Bunker unter der Erde zu bauen und sich Gadgets zu holen, die bei einer Zombie-Apokalypse hilfreich sein könnten. Und ich sehe das wirklich voll. Allein das Einkaufen und Einrichten von meinem billigen Speisekammerbunker hat mir mega Spaß gemacht. Genauso wie das Recherchieren nach geilen Gadgets. Doch welche sinnvollen Gadgets habe ich gefunden? Es gibt hier zum Beispiel so Wasserfilter, die angeblich aus jedem Wasser sauberes Trinkwasser machen. Und das probieren wir direkt mal aus. Schaffen wir es mit dem Wasserfilter, den Tee aus dem Tee zu filtern? Ja, die Flüssigkeit ist deutlich heller geworden, aber ist eindeutig noch sehr gelb und schmeckt auch noch nach Tee. Ja, ich würde sagen, die Filter haben den Test bestanden. Oder nicht bestanden? Sucht euch was aus. Der Test war sowas von sinnlos. Diese Walkie-Talkies hier sind praktisch, wenn das Handynetz mal ausfallen sollte. Die habe ich mir vor ein paar Jahren mal für Festivals gekauft, aber nie wirklich dafür eingesetzt. Ebenfalls brauchbar für Festivals und Apokalypsen ist so ein Ding hier als Duschersatz.
Läuft komplett ohne Strom. Man musste einfach so ein bisschen pumpen und dann kann man da richtig lange damit sprühen. Feuerzeug kann man auch immer brauchen. Mir geht es darum, hauptsächlich Sachen zu lagern, die ich so oder so brauche. Viele kaufen beispielsweise für ihren Prepper-Bunker Dinge wie Dosenravioli, aber wenn keine Notsituation entsteht, wird die halt bei mir jahrelang nusslos rumstehen. Sorry an alle Dosenravioli-Fans, mir schmecken die jetzt nicht so gut. Der Vollständigkeit halber habe ich aber so ein paar Prepper-Mahlzeiten, die 8 Jahre haltbar sind, für einen Geschmackstest gekauft. Spaghetti Bolognese. Also jetzt nicht besonders geil, aber auch nicht besonders scheiße. Ist für meinen Geschmack zu wenig gewürzt. So, probieren wir noch ein anderes Gericht. Diesmal Reispudding mit Beeren. Und diesmal machen wir das Ganze mit diesem Heatpack. Da soll man angeblich ohne irgendwie Feuer oder Strom das Wasser erhitzen können. Krass. Holy shit, wie krass ist das denn? Gut, da kommt hier lauter Dampf raus. So sieht das aus. Ja, das ist eigentlich schon ganz lecker. Schmeckt mir jetzt deutlich besser als die Spaghetti Bolognese. Probieren wir noch den Kartoffelbrei und Bacon. Das ist nicht so meins. Sorry Leute, aber das kann ich gar nicht zu Ende essen. Das ist wirklich gar nicht mein Geschmack, muss ich sagen. Energie ist beim Preppen auch immer Thema. Ich habe hier allerdings nur so billige Solarpanels und Powerbanks. Damit kann man maximal einen Laptop betreiben. Wenn ein Stromausfall bald passieren würde, würde ich einfach zu meinen Parents fahren, die mit ihren Solarpanels auch bei einem absoluten Stromausfall Strom haben werden. Für Leute, die so eine Option nicht haben, wäre dann ein Gaskochfeld eine günstige Notlösung. Ich spare zurzeit auf so eine richtig fette Solar-Power-Station, die ich auch einsetzen könnte, um mein E-Auto zu laden. Laut Umfragen haben zurzeit nur 17% der Deutschen Vorräte für 2 Wochen oder länger am Start, obwohl sogar unsere eigene Bundesregierung empfiehlt, dass man Essen und Trinken für mindestens 10 Tage am Start haben sollte. Doch kommen wir mal zu dem Punkt, wie wahrscheinlich wir so einen Vorrat demnächst brauchen werden. Ich habe mir sehr viele Interviews und Dokus mit Experten zu diesem Thema angeschaut. Am häufigsten wurde hier gewarnt vor einem Stromausfall wegen eines Energiemangels aufgrund der Russland-Situation und der zu frühen Umschaltung auf erneuerbare Energien. So ein Ausfall kann unterschiedlich schlimm sein. Es geht hier von kurzzeitig regionalen Stromausfällen bis hin zu einem totalen Blackout. Oh ja, Blackout, das kenne ich von meinen Benzo-Sauf-Sessions. Ja, es gibt Blackouts in der Medizin, im Bankenwesen oder bei der Raumfahrt. Das schlimme Szenario, welches ich meine, ist ein großflächiger, längerer Stromausfall, der vermutlich auch einen Ausfall von Wasser und Internet mit sich bringen würde, denn Internet und Wasser hängt auch vom Strom ab. Geschäfte wären dann auch geschlossen, wo dann eben ein Essensvorrat praktisch ist. Bei längerem Ausfall wären sogar Krankenhäuser nicht mehr funktionsfähig, weshalb ein Medikamentenvorrat hilfreich sein kann. Wenn die Geschäfte dann über einen längeren Zeitraum nicht aufhaben und manchen Leuten das Essen leer geht, könnte das zu Plünderungen führen. Europas Stromnetz hängt auf eine Weise zusammen, so dass durch einen Ausfall an einer Stelle eine Art Kettenreaktion dazu führen könnte, dass dann an vielen weiteren Orten der Strom ausfällt. Meiner Recherche nach ist die Stromproduktion auch von Gas abhängig, weshalb es ein Irrglaube ist zu denken, dass man von der Russland-Situation auf keinen Fall betroffen sein wird, weil man nicht mit Gas heizt. Bei den sogenannten alternativen Medien ist das Thema Blackout schon länger Thema, aber in diesem Jahr gab es auch haufenweise Berichte von Mainstream-Medien zu dem Thema und bei keinem dieser Berichte wurden solche Blackout-Szenarien als reine Panikmache dargestellt. Hier ein paar Ausschnitte aus den Dokus und Interviews. Ist die Angst vom Blackout nur Panikmache? Die Netzfrequenz darf nur minimal schwanken, sonst brechen die Netze zusammen. Zeiten, in denen keine Sonne scheint und kein Wind weht. Dunkelflauten. Sie sind die größte Gefahr fürs Stromnetz. Keine Panikmache, sondern Realität. Könnte eine längere Dunkelflaute dann nicht zum Blackout führen? Ja. Das hat, glaube ich, 30 Sekunden gedauert, bis der gearbeitet hat. Sie haben es drin lassen im Video. Und du hast so richtig gemerkt, darf ich jetzt die Wahrheit sagen oder darf ich es nicht? Ich befürchte, dass es in den nächsten Jahren genauso einen Stromausfall oder auch Blackout genannt geben wird, der nicht nur in Straßenzug, nicht nur in Stadtvierteln,
sondern mehrere Bundesländer oder mehrere europäische Mitgliedstaaten betrifft und der dann auch nicht innerhalb von ein paar Stunden wieder rückgängig gemacht werden kann, sondern leider ein paar Wochen dauert. Sag mal, Blackout will eigentlich keiner haben. Nur wenn sie irgendwann die Physik total ignorieren, wird es langsam dann eben schwierig. Wir alle hoffen, dass es nie passiert, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich geworden, dass es dann doch mal passieren kann. Ich würde eher in den oberen Bereich gehen, also Richtung 90%. Wir müssen das Netz jedoch immer höher auslasten. Das heißt, wir betreiben es immer näher an den Sicherheitsgrenzen. Wenn man das vergleicht, ist es so, als ob man am Bahnsteig steht und immer näher an die Bahnsteigkante herantritt. Das sagt auch das BBK ganz klar zu mir. Ich habe zu denen gesagt, warum macht ihr nicht mal aggressiver auf das Thema aufmerksam? Weil die sehen den Blackout als das größte Risiko, das Deutschland momentan bevorsteht. Ja. Aber sie dürfen es halt nicht offiziell sagen, weil sie haben halt eine Behörde und die darf keine Panik schüren. Also aktuell haben wir viel zu wenig Speicher, um auch nur annähernd irgendwie den Winter abzudecken. Wir haben heute in Deutschland eine Speicherkapazität von 40 Gigawattstunden. Mit diesen 40 GWh könnte ich Deutschland zwischen 30 bis 60 Minuten versorgen. Die Gefahr von Plünderungen. Sonst werde die Energiewende zu einer Gefahr für den sozialen Frieden in Deutschland. In dem Papier vom Büro für Technikfolgenabschätzung heißt es, ein Kollaps der gesamten Gesellschaft wäre kaum zu verhindern. Es gibt die pessimistische Variante von Psychologen, die sagen, es wären schnell bürgerkriegsähnliche Zustände. In Deutschland gibt es keine Aufstände, weil es gibt kein Formular dafür. Ein Szenario, das etwas wenig auf dem Radar ist, ist eine mögliche Cyberattacke. Ende 2019 organisierte das World Economic Forum und die Bill und Melinda Gates Stiftung das Event 201. Es war eine Art Übungsszenario, wo man so versucht hat, durchzuspielen und zu diskutieren, wie die idealen Reaktionen von Regierungen und Unternehmen der Welt wären, wenn es eine Coronavirus-Pandemie gäbe, weil man so einen Ausbruch für sehr realistisch hielt. Wenige Monate später brach dann der Coronavirus aus. Im Jahr 2020 und 2021 fanden bereits vom World Economic Forum geführte Übungsevents zu einer globalen Cyberattacke mit dem Namen Cyberpolygon statt. Und ja, wenn die damals schon die richtige Vorahnung hatten, haben sie es ja vielleicht wieder. Bei diesen Übungsevents wurde mehrfach betont, dass die Folgen einer weltweiten Cyberattacke um Welten schlimmer wäre als die Folgen von einer Pandemie, weil einfach alles mit dem Internet verknüpft ist. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Für den Fall, wenn das Internet ausgeht, sollte man definitiv Bargeld zu Hause haben, weil du dann nicht auf Bankkonten zugreifen können wirst. Vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe werden noch Unwetterkatastrophen, Gefahrstofffreisetzung, Krieg, Pandemien als weitere mögliche Notsituationen genannt. Diesen Winter würde ich am ehesten auf einen Stromausfall wegen der Russland-Situation tippen, aber es könnte dann auch nur ein kurzer Ausfall werden. Selbst wenn er länger wird, denke ich nicht, dass es zu nennenswerten Plünderungen kommen wird. Im Gegenteil, ich glaube, die Menschen werden sich viel gegenseitig aushelfen und mehr zusammenwachsen. Nichtsdestotrotz können wir beim Thema Prepping das Thema Selbstverteidigung nicht überspringen. Wie verteidigt man sich gegen Plünderer, Aliens und Zombies? Ich habe eine Schreckschusswaffe und CO2-Pistole am Start, inklusive kleinem Waffenschein. Die habe ich mir jetzt nicht extra wegen diesem Prepper-Video geholt, die hatte ich schon vorher. Wegen einer anderen Geschichte, aber das wäre ein separates Video. Der Waffenchannel Jörg Sprave hat vor kurzem bereits ein Video zum Thema Plünderung und Waffen gemacht. Daraufhin hat dann der YouTuber Der Dunkle Parabelritter ein Video gemacht, in dem er Jörgs Plündervideo als rechte Panikmache charakterisiert. Eine aktuelle Angst, mit der man ganz gut arbeiten kann, ist die Angst vor Gasknappheit. Die Gesellschaft wird zusammenbrechen, Blackout, Plünderung, Bürgerkrieg. Am Anfang sagt er zwar auch, dass er den Zusammenbruch der Gesellschaft für unwahrscheinlich hält, aber im Laufe des Videos entwickelt sich das sehr, sehr schnell so, als ob das gar nicht so tief in seinem Bewusstsein verankert ist. Ist dieses Video hier auch Panikmache? Es ist sehr schwierig, über mögliche eintretende Szenarien zu sprechen, ohne so zu wirken, als wäre man sich sicher, dass so etwas passiert. Ich will hier keine Panik machen und bin auch selbst null panisch drauf und könnte mir auch gut vorstellen, dass es zu keiner Notsituation kommen wird. 2020 hat der dunkle Parabelritter übrigens Corona als Panikmache dargestellt. Es geht so ein Virus um in Europa, auf der ganzen Welt, aber er heißt nicht Corona, sondern Angst. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass in einem Monat kein Mensch mehr über Corona spricht. Fraglich ist allerdings, ob er dieses Mal wieder recht hat.
oder Unrecht? Sucht euch was aus. Doch kommen wir zum relevantesten Part. Der Parabelritter behauptet auch, dass Jörg Sprave im Allgemeinen rechte Narrative pusht. Schaut euch das mal an. Direkt von seinem Telegram-Kanal wurde die Kreml-Propaganda zur Entnazifizierung der Ukraine unterstützt und weiterverbreitet. Direkt unter seinem Namen gepostet. Unter seinem Namen? Oh oh, dann muss das ja von Jörg Sprave gepostet worden sein. Aber Moment mal, ist es normal, dass YouTuber bei ihren offiziellen Social-Media-Plattformen bei der Beschreibung Unofficial Fan reinschreiben? Ist es normal, dass YouTuber auf ihrer Kanal-Infopage einen völlig anderen Telegram-Channel verlinken, bei dem als erster Post geschrieben steht, For the record, there are several fake accounts of imposters for the Slingshot Channel and Jörg Sprave. This account is the only real one. Dort schreibt er auch, dass seine Frau aus der Ukraine ist, was natürlich diesen Anti-Ukraine-Post irgendwie etwas komisch wirken lässt. Also ja, the real Slingshot Channel ist der echte Telegram-Account von Jörg. Der Telegram-Account der Slingshot Channel, den der Parabelritter in seinem Video zeigt, ist ein Fake- bzw. Fan-Account. Oder hier wurde ein Post veröffentlicht, der gleich in mehrfacher Hinsicht vor Propaganda trieft. Zum einen ist da der Fahnenflüchtige und zum anderen der, ich sag mal, vielleicht ein bisschen wie Nazi aussehende, angebliche Ukrainer. Ja, dieser scheinbare Troll-Post wurde auch von dem Fan-Channel gepostet. Aber wir sehen hier jemanden, der Fehlinformationen über Jörg Sprave verbreitet. Mach dir nichts draus, Alex. Ich bin auch schon auf Fakes reingefallen und ich schaue deine Videos nach wie vor gerne. Aber ich würde zumindest im angepinnten Kommentar anmerken, dass du hier auf einen Fake-Account reingefallen bist. Es ist halt ein Unterschied, ob man sagt, man schießt auf Zombies oder Hexen oder man schießt auf Bürger während eines Blackouts. Dieses, ich zeige euch jetzt mal, wie ihr schnell viele Menschen tötet, wenn es zu diesem Tag X kommt. Das ist der Kritikpunkt, den ich am ehesten nachvollziehen kann. Eine Anleitung, wie man möglichst viele Plünderer abknallen kann, hat schon was Dekadentes, aber so schlimm finde ich es eigentlich auch nicht, aber das ist ja quasi Geschmackssache. Ursprünglich wollte ich Jörg Sprave schon in diesem Video dabei haben. Ich habe ihn schon kontaktiert und er wäre am Start gewesen, aber er hat nun leider Corona. Aber wenn dieses Video hier über 100.000 Klicks bekommt, mache ich noch ein Part 2, wo ich mit Jörg ein bisschen mit Waffen spiele. Also liked und abonniert diesen Kabal und kauft euch Nahrungsergänzungsmittel und weiteren Merch in meinen Shops, um eure Überlebenschancen bei Plünderungen zu erhöhen.